Langsam ertönen sanfte Klänge. Matt Eagle spielt geübt an den Saiten seiner Gitarre. Zugezogen aus Nashville, Tennessee, fühlt er sich nun wohl in seiner Wahlheimat Duisburg. Oder zumindest scheint es so. Ja, Duisburg ist halt meine eigentliche Heimat. Also Matt Eagle kommt ja ursprünglich dann aus Nashville, aber das ist ja wie gesagt einfach eine Kunstfigur. Ich fühle mich da schon so als echter Duisburger, bin hier groß geworden, habe mich immer wohl gefühlt. Matt Eagle heißt eigentlich René Hartig, arbeitet als Friseur und macht privat Musik in einer Band. Während der Pandemie ist er auf den Song-Contest Ich bin du aufmerksam geworden. In dem Wettbewerb sollen Songs eingereicht werden, die sich rund um Duisburg drehen. Also erschuf Hartig mit Hilfe seines Alias Matt Eagle den Song Dat bist du. Ehrliche Leute machen dich aus. Solidarität wird hier noch groß geschrieben. Die Seidenstraße jetzt hier und königlich schmeckt dein Bier, denn das bist du. Duisburg kommt in Berichterstattungen oft nicht gut weg. Hartig erklärt, wieso die Stadt seiner Meinung nach ein zu schlechtes Image hat. Ich glaube, ganz viel macht in Duisburg machen die Menschen aus, weil das ist ein ganz besonderer Schlag, der ja, einfach wirklich eine Verbundenheit untereinander hat. Duisburg hat auch seine schönen Ecken, das ist ein typischer Spruch, den jeder Duisburger kennt. Und jeder Stadtteil hat in Duisburg auch seine schönen Ecken und von daher, also Duisburg ist auf jeden Fall liebenswert. Dat bist du hat viel mehr Aufmerksamkeit erhalten, als Hartig erwartet hatte. Aber wie viele unerwartete Hitsongs ging die Hymne auf Duisburg leicht von der Hand. Also der Song ist wirklich in 0, nichts entstanden. Also ich habe mich wirklich hingesetzt, habe gedacht, komm, ich schreibe jetzt mal einen Song über Duisburg. Und gerade, wie gesagt, weil man halt so viel mit Duisburg verbindet, hat das gar nicht so lange gedauert, da entsprechende Textzeilen zu finden. Letzten Endes hat der Song wirklich nur 20 Minuten gedauert und er war fertig. Und diese Verbindung ist dem Song anzuhören. Denn das bist du.